Ja, wie der Titel meiner Masterarbeit schon verrät, geht es bei mir heute um das Thema Mobilität. Und zwar ist es ja so, dass der motorisierte Individualverkehr zu einigen gesellschaftlichen Problemen beiträgt. Zum einen wäre das der Klimawandel, zum anderen Luftverschmutzung und nicht zuletzt stellt er auch die Raumordnung vor gewisse Probleme, weil Autos und deren Infrastruktur einfach Platz brauchen. Angesichts der Tatsache, dass jetzt schon sehr viele Bemühungen investiert worden sind, um aktive Mobilität, also das Radfahren und zu Fuß gehen, zu fördern, deren Anteile aber nur zurückhinken, stellt sich die Frage, ob man Mobilität als sozialpsychologisches Phänomen wirklich richtig versteht. Jetzt gibt es unterschiedliche Forschungsansätze, um das zu adressieren. Eine Möglichkeit wäre, dass man sich verhaltenstheoretische Modelle heranzieht und schaut, welche Variablen können denn theoretisch das Mobilitätsverhalten beeinflussen. Oder man kann auch, um die Komplexität zu reduzieren, versuchen, Menschen in Gruppen ähnlicher Sichtweisen einzuteilen. Ich habe versucht, genau diese beiden Ansätze zu kombinieren, um die Fragen, welche sozialpsychologischen Variablen beeinflussen das Mobilitätsverhalten und wie können mithilfe der Q-Methode innerstädtische Mobilitätsprofile identifiziert werden, zu beantworten. Um diese erste Frage zu beantworten, habe ich das sogenannte Comprehensive Action Determination Model von Klöckner und Blobaum herangezogen, das man hier abgebildet sieht. Und das hat mir als Literatur zur Anleitung der Literaturrecherche gedient. Ich habe dann für jedes Element, wie zum Beispiel soziale Normen, die Mobilitätsliteratur durchsucht, um zu schauen, welche Variablen können denn Mobilitätsverhalten theoretisch beeinflussen. Basierend auf diesen Ergebnissen habe ich dann die Q-Methode durchgeführt. Das ist ein quali-quantitativer Ansatz zur Identifikation von distinkten Sichtweisen, die zu einem bestimmten Thema in der Bevölkerung bestehen. Das findet meistens in halbstrukturierten Interviews statt, wo Statements zu einem bestimmten Thema von Interviewpersonen sortiert werden. Die Statements, die wir da entwickelt haben, sind 45 Aussagen insgesamt, die alle den Satz, wenn ich im Alltag in meiner Stadtgemeinde unterwegs bin, vervollständigen, wie zum Beispiel mit orientiere ich mich daran, wie sich Freunde oder Bekannte fortbewegen. Und alle diese Aussagen waren so formuliert, dass sie eines dieser Elemente aus dem vorher vorgestellten Modell abbilden. Wir haben dann eine quasi Normalverteilung vorbereitet, in die die Interviewpersonen jedes Statement einsortieren müssen, je nachdem, ob sie dem sehr zustimmen, wenig zustimmen oder dem neutral gegenüberstehen. Basierend auf dieser Verteilung kann man dann, oder auf der Gesamtheit der Verteilungen, kann man dann die Sichtweisen mit einer statistischen Analyse identifizieren. Ich sage deshalb wir, weil das Ganze im Rahmen eines BOKU-Forschungsprojekts abgewickelt worden ist und wir haben das in den Städten Stockerau, Fischerment und Korneuburg durchgeführt. Insgesamt waren 39 Interviewpersonen, die daran teilgenommen haben. Man sieht da auf dem linken Bild, wie das Ganze physisch ausgesehen hat. Also während wir diese Interviews noch durchführen haben dürfen in Person, das Ganze war dann haben wir dann umstellen müssen, in den digitalen Raum verlegen, weil uns der Lockdown letztes Jahr im Dezember dazwischen gekommen ist. Das Ganze hat aber trotzdem sehr gut funktioniert. Diese 39 Verteilungen, die wir da rausbekommen haben, haben wir dann statistisch analysiert. Wir haben die Dimensionen sozusagen reduziert mit einer Faktorenanalyse und Faktorrotation. Das heißt, wir haben aus 39 Sortierungen 5 Sichtweisen oder wie es wir auch bezeichnet haben, Mobilitätsprofile gebildet. Für die kann man dann sogenannte Factor Scores berechnen. Das bedeutet, wie würde eine Person, die einer Sichtweise entspricht, nämlich 100% dieser Sichtweise, ein Statement bewerten. Das heißt, man sieht hier, Sichtweise 1 würde dem ersten Statement minus 1 geben, wohingegen alle anderen Sichtweisen das viel stärker ablehnen würden. Wir haben das erste Profil als gesund und bewusst bezeichnet. Das kommt daher, dass Personen, die diesem Profil entsprechen, sehr viel Wert auf die Gesundheit oder eine schöne Umgebung legen, wenn sie sich im Alltag durch die Stadt bewegen und so funktionale Aspekte wie Zeitsparen eher als unwichtig erachten. Man kann dank der Q-Methode auch sogenannte solche Narrative spinnen, wo man dann sieht oder bildlicher beschreiben kann, wie dieses Profil identifiziert ist und man kann auch Aussagen, die die Quintessenz von so einem Profil widerspiegeln, aus den Interviews nehmen und als Zitat anführen. Das zweite Profil, das wir identifiziert haben, haben wir als zweckgebunden und pragmatisch bezeichnet. Man sieht bei diesen Personen, dass die sehr wenig Alternativen wahrnehmen, sich anders fortzubewegen, als sie es aktuell tun und sehr getrieben sind von den funktionalen Aspekten, die Mobilität für sie im Alltag erfüllen soll.
Das Profil 3 steht dem eher gegenüber. Das sind Personen, die schätzen die Alternativen, die sie haben, sich anders zu bewegen. Die entscheiden auch immer wieder neu, wie sie sich bewegen, ob sie ihre Wege in der Stadt nicht anders wahrnehmen könnten, als sie es aktuell tun. Das Profil 4 hat ein Alleinstellungsmerkmal in dem Sinne, dass es sehr auf die Sicherheit in der Alltagsmobilität bedacht ist. Das sind Personen, die wählen ihre Fortbewegungsart so, dass sie möglichst wenig subjektive Unfallgefahr haben und die schätzen es auch, wenn ihre Verkehrsstreifen sozusagen abgetrennt sind von denen anderer Verkehrsteilnehmerinnen. Das Profil 5 haben wir als effizient und autonom bezeichnet. Das ist durchaus ähnlich zum Profil 2, unterscheidet sich aber sehr stark darin, dass die sehr wohl Alternativen wahrnehmen, sich anders zu bewegen und hauptsächlich definiert sind durch diesen Drang zur Selbstbestimmung in der Mobilität. Genau, man kann jetzt mit dieser Q-Methode vor allem so Catch-all-Policies formulieren. Das heißt, man kann politische Maßnahmen empfehlen, um Leute zu aktiver Mobilität zu bewegen, basierend darauf, wo sich alle Sichtweisen einig sind. Aber gleichzeitig kann man natürlich auch zielgruppenspezifische Maßnahmen ableiten, je nach diesen distinkten Aussagen. Was diese Masterarbeit jetzt letztendlich geleistet hat, ist, dass man vielleicht wegkommt von so einer a priori Einteilung oder diesem Bild, es gibt diesen typischen Autofahrer, um wirklich hinzuschauen, was bewegt die Menschen aus sozialpsychologischer Sicht. Genau, das wär's. Und ich freue mich auf eine angeregte Diskussion.